Hallo, liebe Annette. Hallo, liebe Anja. Annette, schön, dass du heute schon zum zweiten Mal in der Hundeplauderei dabei bist. Und bevor wir zu dem Thema kommen, magst du dich kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin Annette Pannenmecke. Ich bin verliebt in die Laborbeagle schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren, setze mich auch für die ein. Und außerdem bin ich Tierphysiotherapeutin, Osteopathin, Heilpraktikerin. So. So, da ist einiges Okay. zusammengekommen mit den Jahren. Und Und mein du? Steckenpferd ist halt Verhalten, auch Hundeverhalten, Pferdeverhalten. Ne? Okay, und mit dir leben auch zwei ehemalige Laborbeagle aktuell. Genau, aktuell, ja. Und wir haben uns ja schon, ich habe nochmal nachgeschaut, im Mai letzten Jahres hatten wir schon einmal zusammen eine Folge aufgenommen zu dem Thema, ich setze mal in Anführungsstrichen, Laborbeagle, weil du dich auch sehr stark für die Vermittlung der Laborbeagle einsetzt und auch da in einem Verein eben tätig bist. Und du hattest mich jetzt angesprochen, wir noch mal zusammen eine neue Folge zu dem Thema Laborbeagle aufnehmen können. Und zwar als Ergänzung, und es gibt auch einige Neuerungen mittlerweile, quasi zur Ergänzung zu der etwas älteren Folge. Magst du da mal einsteigen, was dir jetzt wirklich noch mal so richtig wichtig ist, wenn es um das Thema Vermittlung von Laborbeagle geht? Ja, letztes Mal, das war ja über Laborbeagle, aber auch ganz viel über den Beagle und man, die Vermittlung ist ja nur so kurz angesprochen worden. Und ich weiß, dass einfach viele Leute sich das nicht zutrauen, Angst haben, manchen Vorurteilen auflegen oder auch selbstgemachten Vorstellungen, was mit den Hunden ist. Und sich das einfach nicht zutrauen. Und ganz oft sind das Leute, denen ich das sofort zutrauen würde. Und ja, da würde ich gerne mal ein bisschen sprechen. Und bei mir hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin ein bisschen aktiver noch im Laborbeagle-Verein. Ich war Mitglied, bin ich schon fast seit der Gründung, aber jetzt bin ich halt noch seit dem Sommer irgendwann noch deutlich aktiver. Ja, und hab dann möchte dann halt noch ein bisschen mehr für die Vermittlung tun, beziehungsweise für die Verständlichkeit und dass die Leute nicht so viel Angst davor haben. Oder auch ganz klar sagen, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt, das ist nichts für mich, aber eher um die Angst zu nehmen. Die Angst zu nehmen vor einer Adoption, meinst du? Genau. Okay. Und du hattest ja eben im ersten Satz sozusagen gesagt, dass du gerne über etwas noch ein bisschen mehr sprechen möchtest. Beziehst du dich dabei darauf, dass du gerne über die Adoption noch ein bisschen mehr sprechen möchtest? Also was die beinhaltet, was man so beherzigen sollte, wenn man einen Beagle, einen ehemaligen Labor-Beagle adoptiert, oder worum geht es denn da im Speziellen? Ja, in der ersten Folge haben wir ja vieles so ein bisschen angerissen und dann ist man ja so von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Und mir geht es im Speziellen einfach nochmal, was erwartet einen, wenn man einen Laborbeagle adoptiert. Man weiß es ja nie so ganz genau, aber man kann so einen Rahmen stecken. Worauf muss man achten? Worauf muss man sich einstellen? Wozu muss man bereit sein? Ja, so im Großen und Ganzen. Und wie bei dem Verein, wo ich mich engagiere, wie die Vermittlung abläuft, weil das ist nämlich auch so, dass man wirklich gut begleitet wird und auch da, das kann einem vielleicht ein bisschen die Angst machen. Ja, dann steig doch ganz gern mal in das Thema ein, worauf ich mich, wenn ich mich jetzt für einen Laborbeagle interessiere, einstellen sollte. Ja, also es sind halt Überraschungspakete. Man weiß nicht, was man bekommt, weil die im Labor, die Pfleger beschreiben die Hunde, wie sie sich im Labor verhalten und diese Informationen kriegt der Verein. Und ganz oft stimmt das so, aber die Hunde verlieren quasi ihre gewohnte Umgebung und starten auf einem neuen Planeten. Eine Vereinskollegin hat das letztes Mal so verglichen, als wie wenn man einen Neandertaler in Rosenmontagszug in Köln stellt. Also es prasselt einfach furchtbar viel auf die Hunde ein. Und dann kann es auch sein, dass wenn die im Labor als offen und fröhlich beschrieben wurden, dass die das erstmal gar nicht sind. Ne? Und genau andersrum, wenn die aus dem Labor rauskommen und
denken, wow, Couch-Menschen, die nur für mich da sind, sind die manchmal auch ganz anders, als wie sie im Labor sind. Man darf einfach keine Erwartungshaltung haben, die man aber an Tierschutzhund eh nicht haben sollte, ne? Finde ich. Okay, ja. Und inwiefern unterstützt, oh, Entschuldigung, unterstützt euer Verein dann die Adoptanten weiter, wenn eine Adoption sozusagen stattgefunden hat? Wir sind immer ansprechbar, immer. Auch noch nach Jahren und unterstützen mit Rat und Tat. Also wir sprichwörtlich mit Rat und Tat. Ja, und gerade in der ersten Zeit, wo dann doch häufig Fragen aufkommen, weil man klärt, die Adoption verläuft so. Es gibt einen Vermittlungsbogen, den man ausfüllen muss. Und dann erfolgt ein Telefonat von einem Teammitglied. Und ein paar Tage später erfolgt ein Telefonat von einem anderen Teammitglied. Und wenn da die zwei Telefonate passen, erfolgt eine Vorkontrolle. Und dann erst die Adoption. Ja, also, dass wirklich drei Leute mit einem gesprochen haben, drei Leute sich ein Bild gemacht haben. Und da ist man schon mal relativ safe mit der Aufklärung, weil es ja wirklich, jeder sieht es ja auch ein bisschen anders. Ne? Und wenn der Hund dann adoptiert ist und man denkt, oh, das habe ich mir doch nicht so vorgestellt. Oder der ist jetzt ganz wild oder der ist ganz ruhig oder der liegt ja jetzt doch nur da. Also wir haben ja alle viel Erfahrung und wir können dann gut beraten, beistehen und sagen, nein, das ist ganz normal, warten Sie mal noch und. Also, und wir haben, ja, also das geht von bis einfach, von telefonischer Beratung bis Hausbesuch. Wir haben neu im Verein, dass wir von den Ruhrpott-Schnauzen zwei Seminare den Adoptanten für einen kleinen Obolus zur Verfügung stellen. Einmal ist das Bindung und einmal ist das Körpersprache. Und allein das ist schon, hilft einfach schon ganz viel weiter, weil es eine wirklich gute Fortbildung ist. Ruhrpott-Schnauzen, das ist eine Hundeschule, ja? Genau. Okay, dann werde ich die auch verlinken auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Genau. Okay, was sind denn so die größten Vorurteile, die euch so begegnen, wenn sich jemand für einen Beagle aus dem Labor interessiert? Dass die halt quasi immer krank werden, sind, krank sein können und dass sie immer traumatisiert sind. Das stimmt so nicht. Also es gibt die Traumatisierten, ganz klar, das brauchen wir nicht schönreden, die gibt es. Es gibt auch Kranke, aber in der Regel werden die nicht entlassen oder wenn die entlassen werden, ich kann immer nur für die Institute sprechen, mit denen der Verein zusammenarbeitet. Dann wird der Verein darüber informiert und wir informieren die Adoptanten. Ne, wenn da irgendwas ist, das meistens handelt es sich dann um Futterunverträglichkeiten, ne, also irgendwie in dem Rahmen. Und, oder wenn die besonders ängstlich sind, wird man auch informiert und dann werden auch die Adoptanten dementsprechend ausgesucht. Und traumatisiert, es gibt ja, Genetik spielt ja eine Rolle, ne, dann nicht lernen, oder Umwelt, es ist ja nicht jeder. Nicht jeder verträgt alles gleich, ne? Und sie werden aber leider auch traumatisiert, wenn man sich nicht das zu Herzen nimmt, was wir sagen. Also, oder was ich auch im ersten Interview schon gesagt habe, dass man einfach sich wirklich viel, viel Zeit nimmt. Und selbst wenn der Hund nassforsch durch die Gegend läuft und so tut, als ob er kein Problem hat, dass man trotzdem kleinschrittig arbeitet, weil der Hund muss das trotzdem alles verarbeiten. Dass es nicht irgendwann über dem Kopf zusammenstürzt und er sagt, oh Gott, ist ja doch schrecklich, diese Welt. Ja, okay. Die kennen halt nichts, ne? Also die kennen einfach nichts. Ja, und das heißt, da gibt ihr auch eine Anleitung dazu, wie der neue Hund in der Familie quasi kleinschrittig in die Umwelt eingeführt wird. Also das heißt, Genau. dass man nicht von Anfang an 2 Stunden im Wald spazieren geht, weil man vielleicht ein forsches Kerlchen da gerade vor sich hat Genau. und man dann gar nicht vielleicht bemerkt, wenn es ihm doch zu viel wird, wenn man mit Ganz ihm genau. draußen ist. Da leistet ihr dann auch Hilfestellung. Genau, und Aufklärung. Und Super. auch schon in den Vorgesprächen, ne? Und auch, also es wird auch immer, wenn die vermittelt sind, es wird nicht nur telefoniert, wenn es ein Problem ist, sondern es wird auch immer nachgefragt, wie läuft's, wie geht's euch? Also, das gerade am Anfang.
suchen wir sehr intensiv den Kontakt. Wenn die Halter das nicht wollen, dann drängen wir uns natürlich nicht auf, aber die meisten wollen das ja auch. Hast du eine Wunschvorstellung für zukünftige Adoptanten von euren Beagle? Kann man da so sagen, wer sich da vielleicht gut für eignet, wo, oder vielleicht gibt es auch Lebensumstände, wo ihr sagen würdet, das ist vielleicht nicht so günstig? Das ist total schwierig zu sagen. Es kommt immer so drauf an. Man muss Geduld haben, man muss Zeit haben, man muss Humor haben, weil die werden am Ende auch Beagle. Und man muss halt auch bereit sein, aber das sollte man bei jedem Hund, dass man, wenn man sich für eine Adoption entscheidet und man ist jetzt eigentlich, weiß ich nicht, man reist die ganze Zeit gerne und der Hund möchte aber erstmal nicht reisen, dass man dann sagt, ja gut, dann reisen wir jetzt halt eben nicht. Ne, dann machen wir das später. Das ist wichtig. Also wir klopfen das immer ab, ob was ansteht und, aber das Leben passiert ja einfach, ne? Und dass man dann sagt, oh, das können wir jetzt gerade nicht machen mit dem Hund, das machen wir irgendwann später. Okay. Kannst du die beiden Begriffe Geduld haben und Zeit haben vielleicht an Beispielen von euren Vermittlungen noch mal so ein bisschen erklären, was man sich so darunter vorstellen kann? Das ist total schwierig, aber das hat man in den Telefonaten, dass man dann schon, der ist jetzt schon 5 Wochen hier und der erschreckt sich immer noch. Und wenn man den Leuten dann sagt, dass 5 Wochen eigentlich überhaupt keine Zeit sind, zum Beispiel wenn der Hund 6 Jahre im Labor war und das ein bisschen an Beispielen belegt und an eigenen Erfahrungen, dann kriegen sie ein ganz neues Zeitgefühl für die Geduld. Und oft sind das gar nicht mehr so große Sachen. Man vergisst dann einfach, der Hund ist ja noch gar nicht lange da. Und man kann es gar nicht man kann es nicht festfassen. Wie die Angel zum Beispiel, mein Pflegehund, der jetzt bei einer Freundin ist, die war relativ schnell aufgetaut. Ja, die erschreckt sich auch noch, aber die ist wirklich so ein Sonnenscheinchen. Und die Miley, die war Das ist deine ein, Hündin, ne? genau, das Die ist meine. meine Hündin, die war ein Notfall, die hatte ganz schlimm Angst, die hatte einen Zwingerkoller, die hat sich immer die Pfoten blutig gelaufen. Die durfte eher aus dem Versuch, weil die das da nicht ausgehalten hat. Und wir haben sie abgeholt und sie war anfangs wirklich sehr, sehr ängstlich und die ist jetzt so, ja, sie sagt, also eigentlich wie so ein Beagle, der alles besser weiß, so sind sie halt, ne? So, die Ja. weiß jetzt, wo der Hase langläuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Colin, der ist halt ganz anders. Das ist wirklich, das ist einer der schwierigen Fälle. Das ist wirklich ein Angsthund, das ist kein ängstlicher Hund. Und er hat auch schon richtig, richtig viel gelernt. Aber auch bei dem habe ich noch mal richtig viel gelernt, obwohl ich wirklich viel Erfahrung habe. Und bei dem muss ich immer zurückstecken. Aber das ist nicht der Normalfall. Das muss man ganz klar sagen. Die einen brauchen ein Jahr, die einen brauchen ein halbes Jahr, die nächsten brauchen 2 Jahre. Aber irgendwann hat man einen relativ normalen Hund. Okay, Ne? das heißt, du meinst mit Zeit und Geduld, dass Adoptanten ihrem Hund die Zeit geben, sich zu entwickeln. Das heißt, die Zeit, die die brauchen, um die Umwelt als sicheren Ort wahrzunehmen und kennenzulernen. Und wie lange das aber dauert, das kann schnell gehen, das kann aber eben auch länger dauern. Und die zukünftigen Adoptanten sollten die Bereitschaft mitbringen, also vielleicht einen Plan A und B zu haben, also einen Plan B und C zu haben, wenn sie zum Beispiel ihre Bedürfnisse nicht mit denen ihres neuen Hundes übereinbringen können, wie zum Beispiel, du gerade erwähnt hast, man möchte gerne in Urlaub fahren, das ist aber für den Hund noch zu früh, weil er mit diesen wechselnden Lebensumständen nicht gut zurechtkommt, dass man sagt, okay, aber wir haben hier jemand in der Familie, den kennt der Hund gut, da fühlt er sich wohl, dann kann der in der Zeit da bleiben. Genau, sowas Okay. zum Beispiel. Ja, und das ist auch etwas, was ihr vorher abklopft, Genau. bevor die Vermittlung stattfindet. Genau. Okay, gut. Was liegt dir denn sonst noch offen auf dem Herzen, liebe Annette, wenn es um die Vermittlung eurer Hunde geht? Ja, zu den Krankheiten müssen wir nochmal kommen. Es wird halt Ja. ganz oft, egal was die Hunde kriegen, es wird immer aufs Labor geschoben und auf die Vergangenheit. Und dann kriegen wiederum andere Leute Angst davor. Und sicherlich bringen die auch Sachen mit, aber
letztendlich, also Miley hat zum Beispiel eine Allergie, die hätte sie aber auch überall gekriegt. Das hat mit dem Labor gar nichts zu tun. Und ganz oft sind das solche Erkrankungen, die einfach Erkrankungen sind, die Hunde im Laufe ihres Lebens bekommen. Ja, und manche haben einfach Angst davor, weil es oft so in den Fokus gestellt wird. Ja, das ist bestimmt wirklich, ist es wirklich ganz oft so, egal was passiert, das ist bestimmt die Folge vom Labor. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht mal passieren kann, ne? Aber es ist nicht so oft, wie es gesagt wird. Und es sind halt Sachen, die viele andere Hunde im in ihrem Leben auch ereilen. Das ist leider so. Okay, das heißt, du möchtest allen Menschen, die sich für Beagle oder für Hunde aus dem Labor interessieren, ein bisschen die Angst nehmen, dass sie dort nur kranke Hunde dann bekommen. Genau. Gut. Das heißt, alle Krankheiten, die überhaupt auftreten bei euren Hunden, das können erworbene Krankheiten sein, die auch über der Vermittlung von anderen Tierschutzhunden genauso auftreten können. Ganz genau so ist das. Und die werden halt im Labor wirklich auch tierärztlich gecheckt, geimpft, geschippt. Ne, das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwo einfach weggesperrt werden, guckt keiner nach. So ist es Okay, nicht. ich denke, das ist ja eine ganz wichtige Information, ne, wenn sich jemand Ja. für einen Beagle. Gibt es eigentlich nur Beagle im Labor? Aber euer Verein heißt ja Labor. Hauptsächlich, also hauptsächlich Beagle. Es gibt auch hier und da mal Foxhounds, es gab auch mal Labradore und es gab mal den FBI. Das ist so eine spezielle Züchtung fürs Labor, Foxhound, Boxer, Labrador. Aber die gibt es jetzt im Labor, soweit ich informiert bin, nicht mehr. Okay. Nein. Euer Verein, magst du den noch mal nennen? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Oh ja, das ist der Laborbeagle-Verein.com. Ja, Okay. und ja, Ihr ne? habt euch auf die Vermittlung von Beaglen spezialisiert. Genau, auf die Vermittlung von Beaglen spezialisiert. Unser Merkmal ist, glaube ich, dass wir uns wirklich sehr intensiv kümmern um, auch im Nachhinein. Und dadurch darf ich sagen, dass wir relativ wenig Rückläufe haben. Ja, das ist doch wirklich sehr schön. Also das ist ja auch, finde ich, ja, wie soll man sagen, ein Markenzeichen dann eures Vereins, ne? Wie ist es Also, denn? Ja. was ich noch sagen wollte, unser Verein arbeitet nur im Notfall, also mit Pflegestellen, wenn die Hunde aus dem Labor müssen und man hat noch kein Zuhause für sie gefunden oder wenn es mal ein Rückläufer ist, dann arbeiten wir mit Pflegestellen. Ansonsten versuchen wir, die direkt aus dem Institut in ihr neues Zuhause zu vermitteln, damit die nicht nochmal umziehen müssen, weil gerade Biegelchen, ja, die leiden ja gern unter Trennungsstress. Das haben wir ja auch in dem ersten Interview gehabt. Ne? Das würde ich vielleicht auch nochmal erwähnen, dass man das auch einplanen muss, dass man das üben muss, dass sie alleine bleiben müssen. Das muss man mit jedem Hund üben. Aber bei so einem Beagle kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Und es ist halt so, wenn die quasi auf ihrem neuen Planeten landen oder im Karnevalszug in Köln und sich den Menschen, die ihnen das zeigen, wie man da zurechtkommt, sich doch sehr stark anschließen. Und natürlich können die nochmal wechseln, das kriegen die hin, aber es ist halt schöner, wenn die eigentlich gleich da bleiben können, wo sie sich den Menschen anschließen. Okay. Und das heißt, wenn es aber mal Rückläufer gibt, dann seid also ihr erklärt euch immer noch für eure Hunde verantwortlich, egal wie Ja, lange die schon immer, vermittelt sind. Okay. Ja. Magst du noch mal ganz kurz was zu diesem Thema Trennungsstress sagen? Das heißt, ist das rassetypisch oder hat das tatsächlich eher was damit zu tun, dass die Hunde, die ja doch recht reizarm aufgewachsen sind, dann in ihren Personen, in den neuen Familien wirklich so einen Sicherheitsanker sehen und den halt nicht unbedingt verlieren möchten, auch nicht für Stunden, also für stundenweises Verlassen sozusagen. Ich glaube, das ist eine Summe, weil tatsächlich ist es, finde ich, rassetypisch. Ich kenne auch viele Beagle, die vom Züchter kommen, die nicht alleine bleiben können. Es ist halt der Meutehund. Und es ist halt so, man kann sie alleine lassen. Ich kenne auch ganz viele, die man allein lassen kann, aber es ist halt nicht so. Ich kenne auch viele Hunde, da wurde das nie richtig geübt, die kann man alleine lassen. Das habe ich beim Beagle tatsächlich noch nie erlebt. Ne? Okay, dann hätte ich dazu noch eine Rückfrage, Annette. Wäre es dann leichter für die Beagle aus den Laboren, die ja auch tatsächlich wahrscheinlich mehr Hundekontakt als Menschenkontakt hatten, wäre es da leichter, wenn schon ein Hund im Haushalt ist? Ich glaube,
Es ist generell leichter, ins Leben zu finden, wenn schon ein Hund im Okay. Haushalt ist, als aber keine Bedingung bei uns. Und tatsächlich gibt es auch den einen oder anderen, der da rauskommt und sagt, nö, das ist jetzt meine Welt. Und also die sind ja normalerweise hochsozial und kompatibel mit allem und jedem. Es gibt halt auch die Einzelprinzen und Prinzessinnen unter den Laborbiegeln. Also alles ganz normal. Okay, das heißt, ihr würdet auch bei der Anfrage für eine Adoption nicht unbedingt den Haushalt vorziehen, wo schon ein Hund vorhanden ist. Nö, also es kommt auf die Gesamtumstände Okay. einfach an, ne? Natürlich ist es immer schön, wenn schon einer da ist. Es gibt auch Vereine, die machen das zur Bedingung, aber das machen wir nicht. Okay. Du hast ja jetzt schon mehrmals so davon gesprochen, dass es auf die Lebensumstände ankommt, auf die Gesamtumstände und so. Damit ich, wenn ich mich jetzt für einen Beagle interessiere, damit ich vielleicht schon mal vorher klopfen kann, würde ich, habe ich überhaupt eine Chance, einen Beagle zu bekommen aus dem Labor? Magst du mal so ein paar Rahmenbedingungen erzählen, die ich erfüllen sollte? Wie sollten Ja, meine Lebensumstände aussehen? also eigentlich erstmal ganz normal, der sollte nicht länger als 4 Stunden in der Regel alleine bleiben nach Übung und Eingewöhnung. Der sollte Hundekontakt haben dürfen. Ne? Man sollte ein Backup haben, wenn irgendwas mit dem Hund ist. Wenn man einen Garten hat, prüfen wir da ziemlich genau, ob der Beagle sicher eingezäunt ist, weil die sind halt Freigeister und wir nehmen meistens einen Beagle mit, weil kann keiner besser so einen Gartenzaun prüfen als der Beagle selber. Und ja, das ist es eigentlich auch Okay. schon. Also ne, also man sollte halt eine Grundversorgung haben, aber das ist ja auch alles relativ normal. Ja, hätte ja sein können, dass es da noch spezielle Kriterien gibt für einen ehemaligen Hund aus dem Labor oder so. Also wie gesagt, gerne, dass man offen ist für eine positiv arbeitende Hundeschule. Das muss man tatsächlich auch bei unserem Verein unterschreiben, dass man nicht mit Speckreizen arbeitet, ne? Und also positive Hundeschule sehen wir immer gerne. Hundekontakte ist ein Muss, weil es eben ein Meutehund ist. Ne, aber die meisten Hundemenschen möchten ja auch mit ihren Hunden ein paar nette Kontakte. Muss ja nicht die, also auch muss, soll, soll und muss gar nicht unbedingt die Hundewiese sein, sondern einfach soziale Kontakte halt, ne? Okay. Annette, kannst du, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht kommt die Frage überraschend. Hast du so eine Zahl für uns, wie viel Beagle ihr im Jahr so von den Laboren bekommt? Ungefähr, weil ich habe da gar keine Vorstellung davon. Das ist total schwierig, das variiert. Und wir sind jetzt eigentlich ein recht kleiner Verein. Und ich glaube, das ist so zwischen 30 und, glaub, letztes Jahr waren es 56, aber ich weiß das nicht so ganz genau. Doch, eine ganze Menge, finde ich, ne? Und es Ja, kommt ein halt immer Glück. darauf an, wie viel die Institute freigeben und wie viel uns, die dann auf uns zukommen, ne? Und Okay. Ja, liebe Annette, gibt es noch etwas, was wir jetzt vergessen haben, was dir noch so auf dem Herzen liegt? es ist eigentlich wie beim letzten Mal. Mir fällt, wenn wir fertig sind, bestimmt noch ganz viel ein. Ja, Aber im ja. Moment wüsste ich es eigentlich nicht. Außer, dass man wirklich keine Angst haben soll und dass wir die Adoptanten wirklich gut begleiten und auch schon sorgfältig auswählen. Ne? Dass man auch wirklich sagt, ist der Laborbeagle wirklich was das Richtige? Sonst gucken Sie doch mal da und da. Also, das ist nicht so, dass wir die Hunde einfach auf Teufel komm raus irgendjemand aufs Auge drücken, sondern wir versuchen das schon, dass das für Hund und Mensch passt. Das heißt, ich könnte auch erstmal ganz unverbindlich bei euch anfragen, wenn ich gerne einen Hund aus dem Labor ein schönes Zuhause geben möchte, könnte ich erstmal bei euch anfragen, was meint ihr, bin ich dafür geeignet, würde ich das schaffen, würdet ihr mir das zutrauen, ohne dass ich Genau, direkt mich dafür be gibt es halt den, ne, dafür gibt es den Fragebogen. Und dann gibt es halt, wie gesagt, diese 2 Telefonate. Wir haben ja nicht immer einen Hund so vermittelt. Und dann, wenn man dann sagt, ja, das ist es, dann kommt man quasi, wird man in der Datenbank aufgenommen und dann ist man dabei, wenn einer kommt. Und dann passt das. Oder man sagt, oh nee, im Moment passt das mir gerade nicht. Erst in einem Jahr oder in, Okay, ne, verstehe. also
Da kann man sich Okay. ganz unverbindlich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen und Gut. Ja, das habe ich verstanden. Wir haben uns überlegt bei unserem Vorgespräch, dass wir auch ja nochmal, was sich ja eigentlich, denke ich, auch aus deiner Arbeit erschließt, aber wir hatten überlegt, dass wir es echt nochmal ganz ausdrücklich sagen wollen, dass wir beide natürlich, also wirklich gegen Tierversuche sind und euer absolut. Verein ja letztendlich, sage ich mal, ja, wie soll man das eigentlich sagen, den armen Wesen einfach nur zur Seite steht und hilft, dass sie nach diesen Versuchen und nach ihrem wirklich blöden Leben, dass ihr denen quasi, dass ihr ein Sprungbrett seid, um denen zu helfen, Genau. wieder nochmal ein schönes Zuhause zu finden. Ne? Und wer Genau. sich wer da Näheres drüber wissen möchte, wer sich vielleicht sogar auch gegen Tierversuche engagieren kann, da hattest du gesagt, dass es den Verein Tierärzte gegen Tierversuche gibt. Nee, Ärzte gegen Ärzte Tierversuche. gegen Tierversuch, Entschuldigung, genau, das verlinken wir dann auch nochmal oder ich in der Videobeschreibung. Also wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, euch vielleicht auch engagieren wollt, dann wäre das die richtige Anlaufstelle oder eben vielleicht sogar bei eurem Verein, Annette. Genau. Sucht ihr denn noch Unterstützer? So im Team gerade nicht, aber sonst gerne. Also Verein, ne? Also Unterstützung zum Verein, ja. Also immer gerne. Ja, wie könnte das aussehen, wenn ich jetzt sage, ich möchte euch gerne unterstützen, kann aber selber keinen Beagle aufnehmen? Zum Beispiel eine Mitgliedschaft im Verein und vielleicht nach Schulung eine Vorkontrolle, wenn das zum Beispiel wo abseits ist, wo wir gar keinen haben, dann müsste man halt einmal quasi schulen. Und wenn man bestenfalls sich dann auch ein bisschen mit dem Charakter der Beagle auskennt, weil die sind ja schon ein bisschen speziell, wie ich auch im ersten Interview gesagt habe. Ne, aber ja. Okay, gut. Das heißt einmal finanziell und einmal nochmal so ein bisschen auf der organisatorischen Seite. Da könntet ihr Genau. Unterstützung gebrauchen. Okay, verstehe. Okay, Annette, sollen wir das Gespräch jetzt hier beenden? Für mich, ich habe so das Gefühl, wir haben alles so angesprochen, was dir jetzt nochmal sehr wichtig war. Aber vielleicht fällt dir noch was ein, ist ja noch was wichtig. Nee, im Moment nicht, aber wie gesagt, Okay. wahrscheinlich vielleicht. Nee, Ja. also, wie gesagt, keine Angst vor Laborbiegeln. Das ist wirklich. Keine Angst vor Laborbiegeln. Alles Genau. klar. Gut, liebe Annette, dann würde ich sagen, ich wünsche dir und dem Verein wirklich, dass ihr ganz, ganz viele wunderbare Hunde weiter so schön vermitteln könnt. Und vielen Dank Dankeschön. für eure Arbeit vor allen Dingen. Dankeschön. Danke Okay. für die Möglichkeiten nochmal, für die Plattform, für die Biegelchen. Danke. Sehr gern. Das habe ich sehr gern gemacht, Annette. Mach's Danke. gut. Tschüss. Tschüss.